nicht passend war. Für mich eine relativ ungewöhnliche Zeit. Ich bin meist immer am Vormittag hier am Start. Heute mal an einem Montag um 18 Uhr. Für alle, die zum ersten Mal einschalten, mein Name ist Matthias. Wir machen ein etwa 45-minütiges Full-Body-Workout. Das heißt, wir machen alles, was wir für den Körper so machen können oder so gut wie alles, was wir so machen können. Wir machen was für die Kraft, wir machen was für die Ausdauer, für die Kondition, wir machen was fürs Gleichgewicht. Es ist für die Koordination, ist quasi immer für jeden was dabei. Ich möchte, dass du für dich das Beste aus dem Workout rausholen kannst, was für dich am besten passt. So sind die Übungskombinationen üblicherweise immer sukzessive gesteigert. Wir packen dann vielleicht auch nochmal was dazu. Da hast du also die Möglichkeit zu entscheiden, wie weit möchtest du gehen in der einzelnen Übungskombination. Wenn die Übung per se schon sehr intensiv ist, wir machen heute wieder so einige Plank Jumps, nenne ich das immer gerne, auch bekannt als Burpees, Hände aufsetzen, in den hohen Liegestütz springen nach hinten, gebe ich dir auch eine Option, den Sprung eben wegzulassen, sodass du für dich das Beste rausholen kannst. Ansonsten würde ich sagen, lasst uns loslegen und ich wünsche dir ganz viel Spaß und ein bisschen Schweiß noch dazu. So ein bisschen auspowern wollen wir uns. Viel Spaß! Let's go! Komm in einen aufrechten Stand, die Füße gleichmäßig belastet und starte mit den Schulterkreisen zurück. Roll die Schultern dynamisch in der kreisenden Bewegung so weit wie möglich zurück. Mach davon zunächst noch 8 Wiederholungen. Die letzten 4. 3. Dann dreh mal deine Arme aus und ein neben dem Körper. Sogenannte Schulterrotationsbewegung. Zieh dabei hinten die Schulterblätter zusammen. Dreh den Daumen, also beide Daumen, so weit wie möglich nach hinten aus. 8 Mal noch. Letzten 4 Wiederholungen. 4, 3, 2. Die Arme öffnen und schließen auf der horizontalen, etwa auf Brusthöhe. Zieh die Brust weit, die Arme nach außen und hinter den Körper führen. Auch hier machst du bitte noch 8 Wiederholungen. Mobilisiere nach und nach alle Gelenke, sodass wir die Durchblutung ein bisschen anregen und die Herzfrequenz leicht nach oben bringen. Die Arme jetzt gestreckt nach vorne heben und senken. Auf, order, auf, order. Mach für dich den größtmöglichen Bewegungsradius, den deine Schultern hier in der frontalen Bewegung zulassen. Auch hinter dem Körper nach unten. 4 mehr. 3. Die Arme dann bitte über die Seite nach oben heben. Auf. Und ab. Auf. Und ab. Halte dabei die Schultern so tief, wie es geht. So weit weg wie möglich von den Ohren. Machen wir noch 8 Mal mit beiden Armen. Letzten 4 Mal. 3, 2 mehr. Dann nimmst du nur den linken Arm und neigst dich dann in die rechte Seite und auf die andere Seite. Du neigst dich einmal nach rechts, einmal nach links. Eine Bewegung, die wir später in eine Übungskombination auch einbauen werden. Zieh so weit wie möglich rüber, lass den Unterkörper so stabil wie es geht stehen. Letzten 4 mal, 3 mal. Und damit wir jetzt auch ein bisschen warm werden, machen wir die gleiche Übung noch mal ein bisschen schneller, immer im Wechsel. Hin und her, hin und her. Letzten 4 Mal, dann schieb die Arme vor den Körper, drehe dich zur rechten und zur linken Seite. Rotation der Wirbelsäule für die Beweglichkeit der Wirbelsäule in der Drehbewegung und zur Aufwärmung der Rumpfmuskulatur. 8 mehr, 7, 6. Letzten 4 Mal. Und die letzten 2. Jetzt dreh bitte mal den gesamten Körper mit dabei
Die Fußballen behalten Bodenkontakt. Du drehst aber deine Hüftgelenke nach innen, und zwar immer das hintere Hüftgelenk, und drehst den gesamten Körper von einer zur anderen Seite. Füße, Knie und Hüftgelenke drehen mit. Hin und her. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Die Knie im Wechsel anheben. Mobilisation der Hüftgelenke. Nimm ruhig die Arme mit dazu. Umso mehr Körperteile gleichzeitig in Bewegung sind, umso besser wird es auch warm. Die Arme in so einem kleinen Bogen zum Knie führen. Mit der leichten Drehung des Oberkörpers. Und dann dreh mal deine Knie noch ein bisschen mehr nach außen und mach die Drehung im Oberkörper ein bisschen größer. Für die letzten 8. Die letzten 4. 3. Schieb deine Füße nach hinten abwechselnd. Rechten Fuß und linken Fuß hinten zum Boden abrollen. Die Fußsohle rollt. Du streckst das hintere Bein, führst es so weit wie möglich weg nach hinten, damit das Fußgelenk mobilisiert wird. Mach noch bitte die letzten 4 Wiederholungen. 4, 3, 2. Jetzt öffne mal deine Füße, entweder rechts und links im Wechsel oder beide zusammen. Jumping Jacks. So, hier wollen wir noch mal ein kleines bisschen mehr die Herzfrequenz nach oben fahren. Ich erinnere dich ab und zu dran, sprungfreie Variante. Entweder wollen es die Gelenke nicht so gern oder die Nachbarn. Hab noch eine kurze Vorbereitung. 4, 3, öffne mal die Beine, komm mit den Händen zum Boden, lauf nach vorne in die Stützposition, lauf wieder zurück und richte dich auf. Mit gestrecktem Rücken nach vorne, lauf in den Stütz. Lauf wieder zurück. Ich zeige es gerade nochmal von der Seite. Gerader Rücken geht tief. Läufst zur Plank-Position. Läufst wieder zurück. Und drückst dich wieder hoch. Letztes Mal. Schöne lange feste Linie des ganzen Körpers. Und wir gehen in die Kniebeugen. Tja, add up. Tief und hoch. Erster Schwerpunkt. Kraft des Unterkörpers. Ich brauche hier für die heutige Übungskombination 2 verschiedene Ausgangspositionen. Aber erstmal nehmen wir die Basisvariante. Du gehst immer dynamisch tief und hoch. Sorge dafür, dass dein Rücken stabil und so aufrecht wie möglich bleibt. Und dann entscheidest du für dich über den Bewegungsumfang. Umso tiefer, umso intensiver. Sollte dir ein Tempo mal bei mir irgendwie nicht passen, du kannst natürlich alle Übungen in deinem Tempo ausführen. Achte immer darauf, dass du sie ordentlich ausführst. Ich sage immer alles, was zu beachten ist. Neue Beinposition, etwas weiter auseinander und Knie und Fußspitzen ein bisschen mehr nach außen gedreht. Aus dem Hüftgelenk deutlich mehr ausgedreht, eine weite Kniebeuge. Down, add up, down, add up. 8-mal noch in der Weiten. Letzten 4 Wiederholungen hier. Rein, dann machen wir fast das Gegenteil. Wir machen eine schmale Kniebeuge. Du setzt die Füße relativ schmal unter den Körper. Als würdest du das Gefühl haben, du gehst in die Position für einen Skisprung, wo es die Skischanze abwärts geht. Down, add up, down, add up. Ist ja fast die Skigymnastik ersetzt hier heute. 4 mehr, 3 mehr, 2-mal noch. Wir machen einen Dreier-Bounce, die erste Steigerung davon. 3, 2, 1 und hoch. Das erhöht die Spannungszeit in der Bein- und Gesäßmuskulatur in der Arbeit. Halte den Rücken aufrecht. Es bounce. 3, 2, 1. Und hoch. 3,
2. Ich gebe dir gleich die nächste Steigerung, wenn du willst. Addieren wir die weite Kniebeuge. Ich zeige es schon mal für links. Indem du dein rechtes Bein hier nach hinten ausdrehst. Von der schmalen Kniebeuge zur weiten Kniebeuge, wo du dich ein bisschen mehr zur Seite drehst. So kombinieren wir 2 verschiedene Positionen miteinander. Squat. Turn out. Add up. Squat. Turn out. Add up. In diese Beinkombination möchte ich gerne ein bisschen mehr noch das Gleichgewicht beanspruchen. Nächste Steigerung. Wenn du das rechte Bein nach hinten bringst und wieder zurück, dann hebst du es an. Hältst kurz die Balance. Linke Seite. Squat. Open. Close. Knee up. Immer das Bein, was von hinten kommt. Absetzen. Wieder. Tief. Weite Kniebeuge. Rechtes Bein heben. Rumpf stabil. Und wieder tief. Squat. Links. Jetzt muss man auch ein bisschen denken dabei. Das ist hier noch ein bisschen langweilig. Wir wollen das Gleichgewicht noch ein bisschen mehr herausfordern. Rechtes Knie kommt hoch. Du gehst in die Seite und wieder zurück. Linkes Bein. Linkes Knie nach oben. Das nenne ich immer die seitliche Standwaage. Und du siehst und du merkst, eine wackelige Angelegenheit, die das Gleichgewicht herausfordern soll. Squat nach links, linkes Bein nach oben, in die seitliche Standwaage. Und wiederholen, nach rechts. Balance. Halte den Rumpf dabei stabil. Ist eine wackelige Angelegenheit, das muss so. Und wieder, Squat. Open, close, knee up, balance. Andere Seite. Linkes Bein zurück. So, jetzt sind wir langsam drin. Ich schlage mal vor, wir machen noch 2 Wiederholungen. Squat. Balance Position. Linke Seite geht auf. Balance Position. Öffne die Beine, geh mit den Händen zum Boden und komm wieder hoch. Zum Boden, wieder hoch. Ist ein bisschen einfacher, wenn die Beine geöffnet sind. Du kannst aber die Beinposition für dich wählen. So, jump back in die Plank. Down. Jump back. Add up again. Down. Jump back. Vorbereitet haben wir uns mit dem Plank Walk am Anfang im Warm-up. Wenn du nicht springen magst, dann steig bitte einfach einmal mit rechts, einmal mit links begonnen zurück oder jump back. Hier werden wir ein bisschen mehr Oberkörper und Rumpf beanspruchen und ganz, ganz, ganz besonders die Herzfrequenz. Eine Übung, die deutlich auf die Kondition geht. Da kann das jetzt schon mal passieren, so wie bei mir, dass der ein oder andere Schweißtropfen von der Stirn auf den Boden fällt. Down, jump, jump, add up, down, jump. Nochmal die Option, du kannst das Tempo verringern, ist die gleiche Übung, bisschen langsamer und den Sprung weglassen. Wir machen noch die letzten 15 Sekunden. 4-mal für alle, die den Jump machen. Letzten 3-mal. Letzten 2-mal. Spürst du deine Atmung und deine Herzfrequenz? Toll, oder? Sehr gut. Bisschen auslockern. Skipping auf der Stelle. Bleib in Bewegung. Bleib nicht stehen. Ich muss nur dafür sorgen, dass mein Mikro nicht nass wird. Das ist schon der Running Gag hier. Das kennt ihr. Aber nutzt das als kleine aktive Pause. Skippings. Wir kommen zum zweiten Block. Es geht zuerst wieder an die Beine. 4, 3. Front Lunges. Ausfallschritt. Rechts. Und links. Rechts. Und links. 2. Runde. Beineinsatz. Übrigens, die Plank Jumps, die wir eben gemacht haben, die kommen nach jeder Beinkombination wieder dran. Mit Steigerungen.
So, dass schon mal die Vorfreude bei dir während der Ausfallschritte ein bisschen wachsen darf. Du musst die Steigerung natürlich nicht nehmen. Zunächst konzentriere dich darauf, vorne die Fußsohle fest am Boden zu halten, Körpermitte stabil. Wir machen noch 8 Wiederholungen. 8. Abbremsen und zurückstoßen. Benutze das vordere Bein, drück die Ferse in den Boden. 4-mal noch. 3 mehr. 2 mehr. Nach hinten Ausfallschritte. Es geht rechts. Und links. Rechts. Und links. So aufrecht wie möglich. Du gehst so tief wie du kannst oder willst. Down. And up. Down. And up. 8 mehr. 7. Wenn die Knie tiefer gehen, gehen wie üblich die Mundwinkel automatisch höher. Halbes Tempo. Langsam. Down. Add up. Down. Add up. Wir verringern das Tempo, genießen die Ausfallschritte ein bisschen mehr. Down. Add up. Langsam tief. Langsam hoch. Jetzt hast du noch viel mehr Zeit, ein bisschen tiefer zu gehen. Yay! Die Begeisterung steigt ins Unermessliche. Noch 4-mal. Die letzten 3-mal. 2 mehr langsam. Letztes Mal. Lass die Arme neben dem Körper. Wir gehen wieder in die Front Lunges. Im Wechsel. Rechts, links. Front. 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 Erinnere dich ans Warm-up. Da habe ich gesagt, wir benutzen die Übung noch. Wir involvieren den Rumpf mehr. Rechtes Bein bleibt vorne. Neige dich zur rechten Seite. Zurück. Zur linken Seite. Immer in die Richtung mit der Wirbelsäule neigen, wo das Bein vorne steht. Lunge. Seitneigung. Für die ganz Ambitionierten, die versuchen, mit dem anderen Arm hier bis zum Boden zu kommen. Dann muss man tiefer in die Beine gehen. Dann haben sie mehr Arbeit. Aufgepasst, wir kombinieren. Rechtes Bein vorne. Wir gehen direkt von hier nach hinten. Halbes Tempo Ausfallschritt. Lunge. Linkes Bein das gleiche Spiel. Front Lunge zur linken Seite. Über die Mitte. In die Lunge nach hinten. Und wieder. Rechts nach rechts. Über die Mitte. Langsam tief. Die einfache Version ist, wenn du, bevor du nach hinten gehst, hier in der Mitte auftippst. Die etwas wackeligere Version ist, wenn du das Knie anhebst, bevor du nach hinten gehst. Und die ganz wackelige Variation ist, wenn du dein Bein hinten nicht aufsetzt. Rechtes Bein. Front Lunge mit Seitneigung und eine einbeinige Kniebeuge. Eine kleine. Links. Knee up. Und langsam. Rechtes Bein. Lunge. Seitneigung. Knee up. Langsam tief. Linkes Bein. Front Lunge. Zur linken Seite. Balancieren. Langsam tief. Komm, 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 komm. Rechtes Bein. Ja, das braucht nicht nur Kraft im Unterkörper, sondern auch ganz viel Rumpfstabilität und Gleichgewicht. Ja, so viele Ansprüche auf einmal. Jetzt wisst ihr, warum ich das Full Body Workout nenne. Das volle Programm. Das volle Programm. Lunge. Side. Knee up. And down. Wir machen jede Seite noch einmal. Front Lunge. Knee up. Einbeinig. Du kannst das Bein aufsetzen, du entscheidest, welche Varianten du gehst. Ach, wisst ihr was? Die Schenkel glühen gerade so schön. Letzte Runde, eine Bonusrunde. Rechts und links. Slow down. Add up. Linkes Bein. Front Lunge. Einbeinig. Down. Öffne wieder die Beine. Komm mit den Händen tief zum Boden. Und hoch. Du weißt, was kommt, ne? Du weißt, was kommt.
Plank jump, erste Runde. Let's go. Down. Jump back. And up. Down. Jump back. Du weißt, sprungfreie Alternative, ganz in deinem eigenen Tempo, langsam oder schneller zurücksteigen. Einmal das rechte, einmal das linke Bein. Letztes Mal zunächst. Wir bleiben oben, machen Jumping Jacks. Kleine Jacks, das wird deine optionale Steigerung. Wenn du Lust hast, ein bisschen mit mir auf die Tube zu drücken. 4 Plank Jacks, wenn du unten bist. Ready? Here we go. Down, jump, 4, 3, 2. Komm wieder nach vorne. Add up. Down, jump back. 4, 3, 2. Front. Add up. Down, jump back. Schöne stabile Körpermitte bei den Plank Jacks. Front. Add up. Down. Jump. 4, 3, 2. Komm nach vorne. Bleib oben. Jumping Jacks. Du hast noch nicht genug. Ich sehe noch dein strahlendes Lächeln. Du hast noch ein bisschen Energie übrig für die Übung. Shoulder tap. Shoulder tap. Shoulder tap. Genau das. Wenn du willst, für mehr Herausforderung, für die Rumpfmuskulatur, Jumping Jacks, Plank Jacks mit Shoulder Tap. 4, 3, 4 Mal, wenn du unten bist. Down, jump, 4, 3, 2, jump front. Dadurch, dass dir eine Hand geklaut wird, ist das nicht mehr so stabil. Der Rumpf muss das ausgleichen. Add up, down, jump, 4, 3, 2, jump front. Down, jump back. 4, 3. Wir können eigentlich auch mal mit der linken Hand anfangen. Down, jump, linke Hand. Du weißt, entspanntere Variante, ohne Jack, ohne Shoulder Tap, nach hinten steigen. 2 Runden noch. Jack, Jack, letzte Runde. One tempo. Down, jump. 4, 3, 2. Yes. Shake it out. Handgelenke kreisen. Rope skipping. Trocken legen. Bleib in Bewegung. Wir haben noch einen Block. Heißt für dich, komm noch einmal die Beine dran und kommt noch einmal Plank Jump. Dann gehen wir auf die Matte. Wir wiederholen. Ausfallschritte rückwärts. Ready? Here we go. Lunge. 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 Alle, die regelmäßig bei mir sind, wissen, ich bin ein ganz großer Fanatiker von dreidimensionalem Training, heißt auf allen Ebenen und in allen Bewegungsrichtungen zu arbeiten. Wir schaffen nicht immer alle, aber möglichst abwechslungsreich. Wir hatten schmale Squats, macht die Ausfallschritte weiter, keine Pause machen. Ich erzähle euch währenddessen, ihr ein paar Wiederholungen macht, was wir tun. Wir hatten die weiten Squats, wir hatten Front Lunges, hatten Back Lunges. Hab noch 2 Richtungen, die fehlen. Cross Lunge. Kreuze das Bein leicht dahinter. Halte deinen Oberkörper stabil und die Hüften möglichst auch stabil. Also das gesamte Becken bleibt gerade frontal ausgerichtet. Ich persönlich bevorzuge einen eher kleineren Kreuzschritt, dafür eine Tiefe. Du kannst das aber so machen, wie es für dich gut ist. Möglichst bitte nur nicht das Becken wegdrehen. Das ist ein bisschen einfacher, das ist Schummel. 8 mehr, 7, 6, 5, 4, 3, 2 mehr. Squat, neutrale Mitte, down, add up, wir bauen wieder eine kleine Kombi. Was wir jetzt noch brauchen, ich habe noch eine Bewegungsrichtung, Dreier Bounce, kennst du schon, 3, 2,
1. Zumindest alle, die den Kurs heute von Anfang mitgemacht haben, kennen den Dreier-Bounce. 2. 1. Ohren hoch. Ich lasse den erstmal so. Wir machen noch 4 Wiederholungen davon. Hier gibt es noch eine hübsche Steigerung. 2 sogar. Wieder steigt die Vorfreude. Wir packen es zuerst zu einer Kombination zusammen. Rechtes Bein Cross Lunge, 2 Wiederholungen. Einmal rechts, einmal links. Dreier Bounce in der Mitte. 3. Bitte jetzt dein linkes Bein nach hinten. Einmal links und einmal rechts. Dreier Bounce. 3, 2. Rechtes Bein zuerst. Rechts, links. Schau mal mein Bounce. Down, 2 Jump, dann linkes Bein. Cross Lunge, Cross Lunge. Du gehst tief, 2 Jump und kommst wieder hoch. Rechts, links, and bounce, Schrump. Du kannst den Dreier lassen. Du kannst die auch austauschen gegen tief gehen. 2-mal Jump. Machen wir nochmal. Rechts, links, Dreier Bounce. Linkes Bein. Du willst noch einen drauflegen? Du hast noch ein bisschen Energie übrig. Ist die letzte fokussierte Beinrunde. Rechtes Bein. Wenn du möchtest, Vierteldrehung. Down, nach rechts, zur Mitte. Linkes Bein. Rechtes Bein. Vierteldrehung nach links. Down, turn, turn. Rechtes Bein. Bei dieser Beinrunde kommen die Beine wirklich nochmal dran. Durch die Sprungbewegung hast du ein bisschen mehr explosivere Kraftarbeit dabei und abfangen. Again. Rechts. Links. Vierteldrehung. Nur wenn du magst. Und wenn die Nachbarn das erlauben. Auch so ein Running Gag mit den Nachbarn. Rechtes Bein. Linkes Bein. Squat. Jump. Jump. Linkes Bein. Rechtes Bein. And squat jump. Letzten 2 Runden. Einmal rechts, einmal links. Lunge. Cross. Quarter. Vierteldrehung. Links. Vierteldrehung. Squat. Jump. Jump. Beine auf. Hände zum Boden. Horn hoch. Hände tief. Horn hoch. Du weißt, was kommt. Letzte Runde Plank Jump. Dann gibt's eine Trinkpause. Hände aufsetzen, here we go. Down. Jump. Jump. Haben wir heute schon gemacht. Ist knackig, ist intensiv, macht enorm viel Spaß. Das musst du mir unbedingt glauben. Im Zweifelsfall hilft es, wenn du es mit mir sprichst. Plank Jumps machen Spaß. Plank Jumps machen Spaß. Steigerung. Bleib unten. Knie nach vorne ziehen. Run. Run. 4, 3. Wieder nach vorne. And up. And down. Jump. Run. 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 Wieder zusammen. Jump. And up. Down. Jump. Run. 2, 1. Stop. Und nochmal. Jump back. Run. 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 Stop. Mach das noch einmal. Tief back. Run, run. One more time. Ah, da freut sich die Kondition. 2 Runden noch. Down. Jump back. Run. And front. Letztes Mal. Down. Jump back. Run. Run. Stop. Jump. Shake it out. Yes. Wir haben 3 Blöcke hier überstanden. Jetzt kommt das sogenannte Bodenturnen. Auch du darfst dich einmal trockenlegen. Schluck trinken. Und den Fußboden so arrangieren, dass dir irgendwas zur Verfügung steht, wo du die Übungen am Boden ausführen kannst. Chef, Position perfekt.
Ich krieg das Go von unserem, von dem sportlichsten Kameramann 2020. Let me tell you, die meisten von euch wissen das sogar. Die meisten kennen ihn sogar, schon fast persönlich. Und wenn es jetzt auf die Matte geht, da geht es dann deutlich wieder noch intensiver an den Oberkörper und an den Rumpf. Du startest bitte im Vierfüßerstand, setzt deine Hände etwas schulterbreit, mach die Griffposition, wie es für dich bequem ist. Ich bevorzuge gespreizte Finger und die Ellenbogen so leicht schräg nach hinten, weder nach außen noch eng nach innen, sondern genau in der Mitte. Steig jetzt in die Stützposition mit den Füßen zurück, die du jetzt schon zur Genüge kennst von heute. Nur waren die Haltezeiten bei den ersten Runden deutlich kürzer und die Herzfrequenz stand im Fokus. Jetzt geht's an die Oberkörperkraft. Knie aufsetzen, halbes Tempo. Push-up, Ohren hoch. Langsam tief, langsam hoch. Die Brust geht bis zur Matte oder bis zum Boden oder was auch immer du zur Verfügung hast. Langsam tief. Probier mal zu spüren, dass deine Schulterblätter in ihrer Position bleiben. Manchmal hast du das Gefühl, man sinkt so ein bisschen ein in die Schulterblätter und die kommen so ein bisschen näher zusammen. Das mag ich nicht so gerne. Lass die Schulterblätter immer leicht auseinander. Geh langsam tief und langsam hoch. Slow down and slow up. Halte die Körpermitte stabil dabei. Schwerpunkt, Kraft, Arme, Schultern, Oberkörper und Rumpf. Slow down and slow up. Slow down and slow up. Eine machst du noch. Und dann legst du dich auf der Matte ab, in die Bauchlage. In der Bauchlage streckst du deine Arme zur Seite aus. Die Daumen zeigen nach oben. Du hebst und senkst die Arme. Up and down. Up and down. Lass den Blick ruhig nach unten gerichtet. Gibt eigentlich nichts Spektakuläres zu sehen bei mir. Die Daumen sollten nach oben zeigen. Wir fokussieren uns auf die Kraft des oberen Rückenbereiches. Das ist genau entgegengesetzt zu den Muskeln, die gerade bei der Liegestütze gearbeitet haben. Weil jetzt genau willst du deine Schulterblätter zusammenziehen, was du bei den Liegestützen nicht möchtest. Hier sollen sie zusammen. Up and down. Up and down. Up and down. Mach noch 8 Wiederholungen. 8, 7, 6, 5, 4 mehr, 3 mehr, 2, letzte. Schieb dich mit den Händen nach oben, schieb dich kurz in den Fersensitz. Ich möchte gerne noch eine Runde Push-Ups machen, mit einer leichten Veränderung, mit einer kleinen Variante. Wenn du die nicht magst, machst du sie wie vorher, solange deine Kraft durchhält. Gleiche Ausgangsposition, lange Stützposition, Körpermitte bleibt fest, darfst die Knie aufsetzen, aber die Hüften bleiben gestreckt. Komm langsam tief und jetzt drück dich schnell nach oben, halten. Und wieder, slow down and press. Und jetzt greife ich mir eine Übung, die wir schon vorhin gemacht haben, in einer etwas anderen Variante, den Shoulder Tap. Slow down, press and tap. Slow down, press up and tap. Und halte dabei die Körpermitte wieder stabil. Slow down, press and tap. Slow down, press and tap. Umso früher du in den Tap gehst, umso anstrengender wird das, weil der andere Arm mehr Kraft übernehmen muss. Slow down, press and tap. Ist egal, welcher anfängt, immer abwechselnd. Einmal die rechte Hand, einmal die linke Hand. Up and tap. Slow down. Up and tap. Slow down. Up and tap. Viermal noch. Zweimal.
Letztes Mal. Gut, dann schieb dich wieder ganz kurz nach hinten. Lass kurz locker. Und als nächstes bringst du die Füße nach vorne. Aus der Sitzposition setzt du die Hände auf. Du kannst entscheiden, was für dich bequemer ist. Es ist ein bisschen einfacher, wenn sie ausgedreht sind. Füße aufgesetzt. Und jetzt heb mal das Gesäß nach oben an. Langsam hoch. Langsam tief. Hier steht natürlich auch die Körpermitte ganz stark im Vordergrund, aber insbesondere auch die Stützkraft der Arme, der Schultern und vor allem der Schulterrückseite ein bisschen mehr, weil wir nicht in der klassischen Stützposition, sondern in der Stützposition verkehrt rum uns befinden. Das spürst du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr an der Rückseite der Arme und der Rückseite der Schultern. So, lass den Rücken die ganze Zeit gestreckt dabei. Wenn du magst, beim Absenken ein Bein heben. Ja, beim Senken. Heben, senken. Wenn du das Bein hebst, dann haben die Rumpfmuskeln, primär jetzt auch die Bauchmuskeln, intensivere Stabilisationsarbeit. Down. Up and down. Es kann sein, du hebst das Bein vielleicht nur ein kleines bisschen. Kann aber auch sein, du sagst, na, ich will den ganzen Weg nach oben. Down. Up. And down. Für die letzten. Viermal. Komm noch ein bisschen höher mit dem Po. Die letzten drei. Zweimal noch. Letztes Mal. Und dann setzt den Po auf. Komm in die Sitzposition. Solltest du eine Matte haben, schau, dass du ein bisschen Platz hinter dir zur Verfügung hast. Aufrechter Sitz. Bauchnabel eingezogen. Schultern zurück. Wir rollen uns mal ein kleines Stück ab und dann wieder in die aufrechte Sitzposition zurück. Roll down. Roll up. Wenn das für dich in Ordnung geht, kannst du den ganzen Weg nach unten nehmen. Roll down and roll up. Wenn du sagst, fühlt sich im Rücken nicht gut an, dann geh bitte nur den kleinen Weg. Alternativ kannst du statt der Rollbewegung auch jetzt schon die klassischen Crunches machen, die wir alle gleich machen werden. Abrollen. Und aufrollen. Ich würde es gerne noch ein bisschen ergänzen. Bleib mal unten und jetzt heb mal ein Bein und dann das andere Bein. Und dann kommst du wieder hoch. Roll up. Gehst wieder tief, nimmst das linke Bein zuerst. Touch. Touch. And roll up. Again. Roll down. Einmal rechts. Einmal links. Roll up. Roll down. Einmal links, einmal rechts. Das machen wir noch zweimal. Beim letzten Mal bleiben wir einfach gleich hier unten und bleiben in dieser Übung. Immer im Wechsel. Up and down. Up and down. Up and down. Geht genauso auch angewinkelt, falls du ein bisschen empfindlich bist, der Hüftbeugemuskulatur und das sehr schnell beansprucht ist, dann ist das lange Bein da sehr intensiv. Für die Bauchmuskeln ist es deutlich mehr Arbeit, wenn du das lange Bein nimmst. Geht auch jede Mischform von nicht ganz gebeugt und nicht ganz gestreckt. Finde für dich optimale Beinposition. Up. And down. Letzten zweimal. Dann lassen wir die Füße einfach am Boden stehen. Gehen in die Diagonal Crunches. Schräg nach oben. Einmal rechts und einmal links. Einmal rechts und einmal links.
Und auch hier darfst du das angewinkelte Bein nochmal dazu nehmen, gegenüberliegendes Bein. Up and down. Diagonal Crunch mit gegenüberliegend gehobenem Bein. Ein Schulterblatt kommt deutlich höher als das andere. Up, down, up, down. Das sind die letzten 8 Wiederholungen in dieser Übung. 8, 7, 6, 5. Die letzten 4-mal, 3-mal, 2-mal. Legt den Kopf und die Schulterblätter ab. Hebe nur den Unterkörper und das Becken leicht an. Hoch und tief. So kontrolliert wie möglich steht hier besonders die Bauchmuskulatur im unteren Bereich nochmal im Schwerpunkt. Leg die Arme in eine Position, wo es für dich am besten ist. Ich finde es ganz bequem, hinter den Kopf zu legen. Und die letzten 4-mal. Die letzten 3-mal. Die letzten 2-mal und das letzte Mal. Arme zur Seite, Beine aufstellen und der Körper pendelt von einer zur anderen Seite. Also ich hoffe, du hast dich annähernd so schön ausgetobt wie ich. Bleib in der Rollbewegung. Ich mache uns nur ein bisschen gemütliche Musik, wie üblich zum Schluss. Das hat wieder Spaß gemacht mit euch. Danke für den Einsatz. Komm in die Mitte, zieh dir mal ein Bein ran und wieder lang. Anderes Bein. Ob du jetzt mit einem Hand oder mit einem Arm ziehst oder mit beiden, überlasse ich dir. Beide ziehen ran und wieder locker lassen. Oder ein Arm. Zieh in Richtung Schulter, dreh dabei das Knie ganz leicht nach außen. Mobilisation für die Hüfte. Dann behalte bitte dein rechtes Bein. Nimm das linke Bein dazu. Zieh beide Beine ran und locker. Ähnlich der letzten Übung, das Becken heben, aber jetzt nicht aus der Kraft der Bauchmuskulatur, sondern eben ganz entspannt, indem du das Gewicht der Beine mit den Armen hältst. Bauch und Rücken sind komplett locker. Viermal noch. Einmal noch, 2-mal, heb deinen Oberkörper mit, Rückenmassage, und bleib dann oben, bring die Füße nach hinten, in einen Kniestand, setz das rechte Bein nach vorne, so weit wie möglich nach vorne, und jetzt zieh mal die Fußspitze hoch. Das vordere Bein gestreckt und feder mit dem Oberkörper leicht zum gestreckten Bein hin. Kleine Bounce-Bewegung. Spür die Dehnung der Beinrückseite. Bring dann das Gewicht auf das vordere Bein. Deine hintere Hüfte sollte jetzt so tief wie möglich sein. Und feder in die hintere Hüfte hinein. Wechsel das Bein, linkes Bein kommt nach vorne, Oberkörper gestreckt und federt leicht zum vorne gestreckten Bein. Auch hier Gewicht nach vorne verlagern,
hintere Hüfte tief und hinein federn. So tief wie es geht. Dann öffne die Beine, dreh dich zu mir nach vorne und verlagere dein Körpergewicht von einem zum anderen Bein. Halt in der Mitte, beide Beine gebeugt, roll dich nach oben auf, bring die Füße zusammen und kreise die Schultern zurück. Wir enden da, wo wir angefangen haben. Jetzt wieder in einer aufrechten Haltung. Und ich sage danke für deine Energie, danke für den Einsatz. Ich hoffe, du hattest ansatzweise so viel Spaß wie ich. Wir sehen uns ganz bald wieder auf diesem Bildschirm. Bleib gesund, gut gelaunt und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.